Mein Name ist Margit Waller. Ich bin Ivy Frenger. Ich arbeite hier in Geoma in der biogeochemischen Modellierung. Mein Name ist Mar Fernandez Mendez. Mein Name ist Ines Staben und ich bin Verwaltungsfachangestellte. Hallo, ich bin Jasmin. Mein Name ist Antje. I work as a technical lab assistant in the Lander Group of the Bentley Biogeochemistry Group here at Geoma. My name is Barbara Schmidt and I'm the head librarian at the Geoma Library. Ich bin Bettina Reuter und arbeite seit 25 Jahren am Geoma in der Forschungseinheit Marine Symbiosen. Mein Name ist Daniela Schmidt und ich bin am Geoma zuständig für Exportkontrolle, Zoll, das Nagoya-Protokoll und die EU-Drohnenverordnung. Ich habe mich in der Schule immer schon für Zahlen und für Mathematik interessiert, war immer schon zahlenaffin. Ich habe anschließend eine kaufmännische Ausbildung gemacht und erst im Studium, ich habe European Business mit Schwerpunkt Controlling studiert, habe ich gemerkt, dass das ganze Thema Analyse und Steuerung mich besonders reizt. War nicht ein bewusster Entschluss, Wissenschaftlerin zu werden. Es war ein Reinwachsen. Ich hatte früher keinen klaren Berufswunsch, aber ich wusste, ich muss irgendwas machen, wo ich meinen Ordnungssinn, meine Liebe zur Struktur und meinen Teamgeist irgendwie einbringen kann. Und beim Geoma bin ich fündig geworden. Ich hatte immer verrückte Ideen im Kopf. I was always curious to learn about processes in nature. I got involved in deep sea research early on in my studies as a geoscientist and was fascinated by the sheer variety of life in this extreme habitat. I then decided to work as a technician because I get to be on my feet much more. Ich agiere als Teamassistentin zwischen Forschung und Wissenschaft auf der einen Seite und Verwaltung auf der anderen Seite und bin gerne dabei behilflich, so manchen Stein aus dem Weg zu räumen, um die wissenschaftlichen Arbeiten zu unterstützen. Unter den Teamassistenzen am Geoma gibt es eine nahezu 100-prozentige Frauenquote. Ist das jetzt ein Zeichen für Gleichberechtigung? Sicher nicht. Mittlerweile sollte jeder wissen, dass Berufe, die überwiegend von Frauen ausgeführt werden, in der Regel schlechter bezahlt sind und auch in der Gesellschaft weniger Anerkennung genießen. Und genau das möchte ich am Geoma ändern. Warum brauchen wir Gleichberechtigung? Gleichberechtigung ist auch deswegen wichtig, weil jeder die Möglichkeit haben muss, Entscheidungen für sein Leben zu treffen, ohne sich darüber Gedanken machen zu müssen, ob er es sich leisten kann, diese Entscheidung zu treffen. I think it is important for women to know they can achieve everything they dream of without taking into consideration their gender or their age. If only certain people are able to work on special tasks, we might miss so many good ideas and brilliant minds, regardless of gender. Also ich dachte lange, wenn man sich anstrengt, arbeitet, eine gute Arbeit macht, dann erhält man auch die Möglichkeit, eine Führungsposition einzunehmen, wenn man möchte. Aber dem ist eben nicht unbedingt so. Gender inequality is often an unconscious thing. I've experienced this unconscious gender inequality and it's like a slap in the face. Gender equality has to be taught from a young age, and I hope that the next generation, my son and my daughter, will treat others respectfully, no matter what gender or position. Ich finde, wir brauchen Gleichberechtigung. Wir Frauen machen Teams und Unternehmen erfolgreicher, weil wir andere Denkperspektiven und neue Lösungsansätze einbringen. Auch wenn in den letzten Jahrzehnten viele Fortschritte erzielt worden sind, so bin ich der Meinung, dass wir von einem richtigen Wandel in der Arbeitswelt leider noch weit entfernt sind. Ja, warum brauchen wir Gleichberechtigung? Wenn es nach mir ginge, gäbe es diesen Begriff gar nicht mehr. Es sollte ja ganz selbstverständlicherweise so sein, dass Männer und Frauen gleich behandelt werden, was die Besetzung von Positionen und auch die Entlohnung angeht. Und solange das flächendeckend nicht der Fall ist, müssen wir natürlich ein Bewusstsein dafür schärfen, dass es da Ungerechtigkeiten nach wie vor gibt. Gleichberechtigung ist für mich dann erreicht, wenn berufsbedingte Stereotypen aufgebrochen werden, wenn es keine klassische Einteilung mehr in Männer- und Frauenberufe gibt. Und wenn niemand mehr an seinem Arbeitsplatz oder an ihrem Arbeitsplatz diskriminiert wird, unabhängig davon, ob man nun eine männliche Teamassistenz ist, eine queere Schiffsmechanikerin oder eine weibliche Technikerin. We should be judged based on our knowledge and on our ideas. Es ist immer ein schönes Gefühl zu merken, dass man durch die Analysen und Erkenntnisse, die man gewonnen hat, tatsächlich das Zentrum oder den Bereich, den man betreut, wirklich voranbringen kann. Ich liebe an meinem Beruf das komplexe Zusammenspiel der Teamfähigkeit in meiner Forschungsabteilung
unterstützend und vermittelnd allen Kolleginnen und Kollegen zur Seite zu stehen und die Interaktion zwischen Kolleginnen und Kollegen aus verschiedenen Kulturkreisen. Und nur wenn wir alle Menschen mitnehmen, sie fördern und sie so akzeptieren, wie sie sind, dann werden wir Team GEOMA sein. Wir sind das Team GEOMA. Wir sind das Team GEOMA. We are Team GEOMA. Wir sind das Team GEOMA. We are Team GEOMA. Wir sind Team GEOMA. Genau. Dann bleibt mir am Schluss nur noch zu sagen, wir sind das Team GEOMA.